Claudio. Schon wieder Challenge? Wir werden schon wieder. Hast du keine Hobbys? Ach, guck mal, was hier steht. Was denn? Kati, Kahn und Nina, der Osterhase war da. Viel Spaß beim Suchen. Ist das eine Challenge von dir oder war der Osterhase jetzt wirklich hier? Ich glaube, der Osterhase war wirklich da. Okay, heißt das jetzt, wir müssen hier auf Ostereiersuche gehen oder was? Ich habe schon eins entdeckt. Ich habe mich nur umgedreht. Ich habe auch schon was entdeckt. Und hier. Okay, dann such einfach mal. Hier in der Lampe ist ein Ei. Ich habe ein Überraschungsei entdeckt. Ein grünes Ei hat sich hier versteckt. Und hier ist auch ein orangenes. Auf der an der Tafel vom Game Master. Ja. Und ich habe schon so ein Überraschungsei gefunden. Wollen wir die alle tauschen irgendwo oder hier auf dem Tisch oder so sammeln? Wir oder nicht, dass die alle runterfallen. Das ist meine. Oh, guck mal, was dahinter ist. Oh, cool. Für jeden von uns so Playmobil. Überraschung? Was ist das? Weiß ich nicht. Kenn ich gar nicht. Ich guck da mal rein direkt. Da ist, glaube ich, eine Figur drin oder so. Ja, wieso nicht? Oh yeah. Schokolade. Schokolade und ach so, da ist ein Playmobil-Sticker mit drin. Ich dachte, da wäre eine Playmobil-Figur drin, aber auch süß. Wie, keine Figur? Ist okay, ist okay. Ja, wartet mal. Wir müssen uns jetzt hier mal auf Ostereiersuche begeben. Ja. Das ist für mich auch die erste Ostereiersuche. Okay, ich mal auf. Let's go. Na gut, los geht's. So. Hier ist noch eins. Folgt mal Nina. Und ich habe noch was gefunden. Hier einmal das Ei und hier hinter. Ah, ich habe auch noch was gefunden. Hier schon wieder. Ich habe Glück, ich habe schon wieder ein Überraschungsei gefunden. Ich habe einen Osterhasen, einen Kinderschokolade-Osterhasen. Die esse ich am liebsten. Auch die Weihnachtsmänner finde ich sehr lecker. Ich habe was in der Luxusvilla gefunden. Guck mal, einmal in Julians Bett ein Osterei und bei Hannah im Zimmer haben wir ein Ü-Ei. Ein Überraschungsei. Ich guck mal, ob wir sonst noch was haben oder in der Garage. Ich habe schon hoch aufs Bett. Da sehe ich aber nichts. Ich sehe auch noch was. Ah, ich habe schon wieder was hier. Oh, zwei Sachen sogar. Kannst du die annehmen? Regenbogeneier und Ü-Ei. Oh, das ist voll kalt. Das ist wie gefroren. Guck mal. Wo hatte der Osterhase das? Ding! Ich sehe da noch. Haben wir was hier in der Küchenrolle noch gefunden? Hier, guck mal. Einmal hier unten im Baby und Tina Pferdehof. Das ist der Martinshof. Oh, noch einer. Der Martinshof. In meinen Schuhen. Ich glaube, die ziehe ich auch mal direkt an. In meinen Hauspuschen. Ich habe noch ein Ei gefunden. Das ist aber, glaube ich, nicht Teil. Ich glaube, das ist noch. Ich habe eins, ich habe eins. Nein, ich habe keins. Doch, das wird jetzt schwieriger, ne? Da ist noch eins. Da ist noch eins. Ja, hier drinnen. Nee, ich habe noch eins gefunden. Ja, ist okay, ich habe aber auch eins gefunden. Nö. Das hier war ein Pushen. Nein. Immer dieses Nö von Nina. Nee. Nee, hier ist noch eins. Wie viel haben wir schon? Wow, guckt euch mal die Ausbaute an. Oh, im Aquarium, im Schleimaquarium haben wir auch noch was gefunden. Würde ich schön? Oh, das ist ja eiskalt. Ach, guck mal, hier hat schon mal einer von uns draufgeworfen. Das war hier auf diesem. Ich glaube, hier wollen wir nicht reingucken. Hier ist es nicht aufgeräumt. Haben wir da oben was auf dem Schrank sonst noch? Gucke ich mal. Ich glaube, nee, hier. Ich dachte, nee, das sah so aus. Nee. Guck mal, ob wir hier was finden. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Jetzt habe ich hier noch nichts gesehen. Den Osterhai! Guck mal hier. Ja, ich sehe auch was bei Krümelmotze im Mund. Claudio ist ständig in Bewegung heute. Seit wann ist der Eier? Hier ist noch eins. Boah, wie cool, warum sind hier immer so viele Eier versteckt? Ha. Noch ein Ü-Ei. Ach, hier, bei dem Einhorn auf dem Rücken. Ach, guck mal, unter dem Sofa, ist das runtergefallen oder war das? Nee, ach guck mal, das ist schon auf. Ach, guck mal, ich habe einen, warte. Ich habe einen Osterhasen gefunden. Ne? Ein Schoko-Osterhasen. Cool. KitKat. Cool. Irgendwo mehr. Noch mehr. Stimmt, ich schau mal hinter die Kisten. Hier ist doch bestimmt auch noch was, oder? Nee, anscheinend nicht. Wie sieht's denn hier auf der Fensterbank? Oh! Toffifee! Oh mein Gott! Hashtag keine Werbung. Ist da noch mehr? Ich wollte gerade gucken. Nee, eckige Bohnen, die sind auch hier schon sehr, sehr eingestaubt. Die kannst du haben, Nina. Ich glaube, die sind nicht vom Osterhasen. Ich glaube auch nicht. Ich hab noch einen Hasen gefunden. Oh, was? Das ist so ein Klapperhase. Meint ihr, hier ist noch mehr versteckt? Bestimmt, oder? Ja, ich glaube. Hier im Kissen was? Nö. Hab ich nicht. Wir haben ja noch gar nicht alles abgesucht. Man kann ja auch mal hier so hintergehen oder so. Ich glaube, wir haben schon alles. Unterm Sofa? In den Schubladen? Vielleicht ist was in meinen Gärtlich-Schuhen. Der ist gar nicht angezogen. Nee. Ja, keine Ahnung, ich finde nichts mehr. Nee. Und? Vielleicht hier im Licht? Nö. Auch nicht. Oh, jetzt meine Augen. Dahinter? Oh, nee. Jetzt wird sich rausstellen, wer von uns Profi ist. Guck mal, habt ihr noch was drin? Es gibt noch eins! Tada!
Wir nehmen das ganze Studio hier auseinander. I don't know. Ich hab keine Ahnung, wo hier noch was sein könnte. Hier ist nichts. Ich glaube, und? Haben wir alles? Du hast doch was in den Squishies hier drin. Ich glaube... Habt ihr schon in die Decke geguckt? Ja, da habe ich schon geguckt. Da oben war Kathi schon. Ich weiß nicht, haben wir jetzt alles? Dann gehe ich doch davon aus, dass wir hier doch einige schon haben. Oder auch alles. Wollen wir mal durchzählen? Man weiß es nie, das ist doch immer so, dass man dann nach Jahren also, ein altes Osterei hinter der Ecke findet. Wir haben... Kann sein! Wir haben 6 Ü-Eier. Normale Ü-Eier. 6 normale Ü-Eier. Wir haben 3 Schoko-Osterhasen. Genau, und hier ist nämlich noch ein Ü-Ei drin. Dann haben wir diese Playmobil. Die sind richtig süß, finde ich. Osterüberraschungen oder sowas. Und jede Menge Eier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, glaube ich noch. Ich habe 17 gezählt. 17 Eier. Sind aber auf jeden Fall schon einige, oder? Toffifee haben wir auch noch. Also ich finde, die Ausbeute ist doch heute, kann sich sehen lassen, finde ich. Kann man gar nicht essen. Ich weiß gar nicht, sonst bei Ostereiersuche, ich meine, findet man da so viele? Ich bin da, was das angeht, habe ich keine Ahnung. Kommt auf an, wie viele versteckt werden und vor allem, wie gut sie versteckt werden. Ich fand, wie gut man die findet, weil, ja. Ich fand, manche Sachen waren sehr, sehr einfach versteckt, ne? Ja, aber ich meine, Osterhase, also unsere Wolke ist jetzt natürlich schön, aber es ist natürlich jetzt auch nicht riesig. Habt ihr mal da irgendwo noch reingeguckt? Das macht man ja eigentlich auch eher im Garten oder so. Ja, einen Garten haben wir hier leider nicht, ne? Naja, aber ich finde trotzdem, die Ostereiersuche hat doch sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Ostereier gesucht habt und was ihr gefunden habt, ob ihr Eier gefunden habt oder auch Schokolade, Schokoladenhasen. Alles gerne unten in die Kommentare. Und vielleicht möchtet ihr auch beim kleinen i abstimmen, wer von uns der beste Eiersucher heute war. War es Kahn, Nina oder Kathi? Warum sprichst du von mir in der dritten Person? Einfach mit Schultern. Also, bei der Abstimmung, da steht ja nicht ich. Ja. Oder war es Kathi? Oder war ich das? Leute, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Macht's gut und frohe Ostern. Ciao. Tschüss.